Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Miitopia. Ja, Sunny ist immer noch krank. Ja. Ich kläre natürlich wie immer auf, erstmal, was ich ausgehen alles gemacht habe. Ich habe wieder Tickets gesammelt und diesmal habe ich direkt alle Ausflugstickets auch verbraten, weil es war eh nur Zeug der Runde, was wir eh schon kannten und das muss ja nicht sein. Ja. So, wie sieht der Plan für heute aus? Letztes Mal haben wir rausgefunden, ich muss zigtausend Nebenquests noch machen, damit ich mit der Story weiterkomme. Da freue ich mich natürlich. Ja. Aber vorher erstmal verabschiedet sich der Kollege, der gute alte Avatar. Bei Miitopia ist Avatar frei. Ja, die Stammzuschauer, die wissen das schon. Auf jeden Fall. Ich habe 18 Spielhallentickets und ich habe auch vor, sie innerhalb dieses Streams zu verbraten. Ich habe auch noch einmal was zu futtern, das ich Palwanda geben will, aber der hat schon sich voll gefuttert. Und jetzt ist es an der Zeit, hier wieder auf Reisen zu gehen. Du da, hör auf, ständig krank zu werden und wirst direkt wieder gesund. Das letzte Mal, glaube ich, wirklich dreimal hintereinander, innerhalb von 10 Minuten krank geworden. Also, das ist auch eine Kunst. So. Dominik hieß der Drache. Let's go. Wieder mal zurück nach Waldkreis, weil ich jetzt erstmal hier vier Dinger sammeln muss. Freut mich. Wer hat denn jetzt überhaupt alles die Quest? Schmürkut, ich ändere ich gleich um. Weiß nicht, wer du bist. Eine kleine Fee. Velma und Pilots Katze. Zwei Leute muss ich umändern. Fangen wir mal mit Velma an. Ich muss eh alle vier machen. Das ist vollkommen inakzeptabel. Endlich habe ich Urlaub. Jetzt sorgt der dunklere Fürst für Unruhe. Ich habe immer noch Albträume wegen dem alten dunklen Fürsten. Oh, hallo. Hi, hast du zufällig irgendwo Augen- und nasenförmige Juwelen gesehen? Ich liebe es, dass es mein Charakter bei diesem Spiel auch selber spricht. Jetzt, wo du es erwähnst, da war doch was. Neulich fiel mir ein eher ungewöhnliches Juwel in die Hände. Es könnte ja genau das sein, was du suchst. Ja, bitte. Könnte sein, ja. Tut mir leid, ich habe ich weggeworfen. Was? Wo denn? In so Ruinen der Wüste. Würdest du gerne hingehen? Ja, muss ich ja wohl. Okay. Während wir in der Pyramide oder Wüste sonst was sind, kann sich Sunny erholen. Wenn ihr das Juwel findet, darfst du es gern behalten. Das klingt nach einem Deal. So. Auf nach nebenan. Auf das ist Prinz Schmirko wieder die Ohren voll heult. Da ist er sogar. Was ist denn das für ein Ploing? Ach, jetzt erinnere ich mich, das ist dieser Raploing, den hatten wir, glaube ich, einmal. Der bringt irre viel Erfahrung. Ja, Sonny, muss einmal hinterherhängen. Den kann ich nicht laufen lassen. Oh ja, erstmal hier die Nahkämpfer streuen, also euch drei, und ich muss gucken, wo der Hase wächst. Der Pfeffer. Los, haut drauf! Ich meine natürlich auch. Ist eigentlich egal, mit welchem Angriff, ne? Ja, ich mache eh nur einen Schaden. Los, Janik, haut drauf! Drei Schaden, ja! Bam! Oh, Erfahrung. 2000 war das für ihn, ne? Richtig lecker. Falsche Höhle! Mann, jetzt danke. So, was ist mein Job jetzt hier in dieser Höhle? Der viele Ausrufezeichen zu besuchen. Das ist mein Job. Oh, das ist ja lieb. Also, kann ja nicht jedes Spiel jedem das Seine sein. Oh, Silberglyphen. Euch hatten wir noch nicht. Was macht ihr denn? Ich will eine Banane futtern. Ich will meinen Geheimtrick zeigen. Und danach springe ich euch. Komm, Yannick, hau rein! Doppelhieb! Als Erklärung, warum ich die Bananen futter, die müssen unbedingt aufsteigen und je mehr man von denen futtert, desto besser werden sie. Und die heilen momentan zu wenig. Komm, Zangangriff, pam! Ja, nochmal Zangangriff! Ich bin zwar Magier, aber egal!
Ja, wieder eine Glyphe weg. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das richtig geht, ihr Pfeifen. Mega Feuer! Seht ihr, so macht man Schaden. Ja, ich weiß, ich könnte auch dieses Pulver benutzen. Aber immer nur das Pulver wäre ja langweilig. Oh, Glyphentoast, das habe ich vermisst. Lauf, meine Mongos! Hm? Was sehe ich? Um Gottes Willen, die sind alle zur Statue geworden! Ich habe mal wieder aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Ich glaube, das ist mir wirklich schon mal passiert, dass ich aus Versehen in letzter Zeit ein Nickerchen gemacht habe. Da wollte ich, das war kurz bevor ich mit meinen Hunden Gassi gehen wollte. Ich habe mich kurz auf meinen Balkon gesetzt, auf dem wunderschönen Stuhl. Also so eine Bank. Und dann bin ich eingepennt. Das war nicht beabsichtigt, dass ich einpenne, aber es ist trotzdem passiert. Los, brate sie! Ja! Gebratener Kaktus. Hm. Ich bin froh, dass er endlich seine Techniken gut einsetzt. Es hat so lange gedauert, bis die endlich mal Techniken nutzen. Bei Kaktussaft nicht so, dass da irgendwelche Enzyme drin sind, die Halluzinationen auslösen. Habe ich da irgendwas falsch im Kopf? Eigentlich sollte man den nicht trinken. Komm, Sunny! Erwach aus deinem Winterschlaf! Ah ja, klar. Da freut sich schon mal einer, ne? Aber das ist leider nicht für dich. Du bist nämlich kein Magiekämpfer. So, warte mal. Hackstick, das war das, was ich zurückgehalten habe. Das ist für Pall. Weil das den Angriff gut steigert. So, Schwert-Sashimi. Auf der Kocherben. Oh ja, klar, ist das ziemlich schmeck. Okay. Dann lurk du mal. Wem von euch gebe ich das? Warum habe ich das eigentlich überhaupt? Da war keiner von der Sorte. Der Hamburger. Einmal für Janik. Ja, war ja klar, Hamburger muss ihm schmecken. Sonst hätte ich Klagen einreichen müssen. So, Magie? Ja, geht. Dann esse ich es. Ich freue mich wenigstens. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Da, sage ich doch. Aber ich muss halt immer noch sagen, von allen Streaming-Projekten, die ich zurzeit habe, ist Miitopia immer noch mein Lieblings-Streaming-Projekt, weil da echt lustige Sachen manchmal passieren. Also ich habe mich bei keinem Streaming-Projekt so schäbig gelacht wie bei diesem. So viele Abzweigungen, ich will nicht. Warum? Wir brechen durch die Scheibenmauer. Ja, Kaya, das tun wir. Och, noch einer ist krank. Wollt ihr mich verkackern? Ach, Dave, da ist es nicht schlimm. Dave wird krank und seit ihm geht's besser. Zufall? Oh, das Rad sieht gut aus. Das Rad sieht sehr gut aus. Ich verbrate neue Tickets. Ja! Genau das, was ich haben wollte. So, wer liegt am weitesten hinten? Paddel. Direkt auf Level 18. Absorption gelernt. Greift einen Freund an. Absorbiert er dabei aber einiger P. Was? Achso, wenn ein Freund von uns angreift, dann kann er ja HP absorbieren. Achso, ich hab's falsch verstanden. So, eine leuchtende Pfanne für Akaya. Die war 5000, glaube ich, wert. Sehe ich ja, wenn ich sie nochmal gewinne. Was aber nicht passiert, weil jetzt gibt es erstmal ein Komfortticket für mich und Sunny. Das ist eine Belohnung dafür, dass du zurückkommst. Das war so spitze. Das war eine gute Reise. Wir sind waschechte Freunde. Na gut, ein Ticket noch. Dann ist aber Schluss. So, ich habe jedes Teil einmal gewonnen. Ich hätte die XP ja auch Dave gegönnt, aber der ist halt krank und man kann keinem kranken XP geben. Das ist leider so.
Ich sagte, ich nehme Sunny mit. Fertig aus. Euch andere will ich eigentlich gar nicht im Team haben. Aber ich versuche euch trotzdem irgendwie mit XP hochzuhalten. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Oh, ich darf graben. Sieht aus, als wäre hier was vergraben. Vielleicht der Schatz? Ich habe eine AP-Banane ausgegraben. So, dann gehe ich hier jetzt nochmal lang. Hoffentlich hat das nicht 10.000 Gabelungen, sonst will ich kotzen. Da gerade irgendwas recht geleuchtet? Voll ins Auge gelernt. Trifft einen Gegner, verursacht bei Gegnern mit Augen mehr Schaden. Was? Okay, Janik macht ihn jetzt auch bei Leuten, die ein Auge haben. Okay. Wie darf ich mir das vorstellen? Schieße ich da einfach rein? Ich habe nur kurz was getrunken. Falls man hier Fragen stellen will. 1450. Bessere AP-Steuer. Bald mache ich 500. Ey, ich brauche keinen Heiler, wenn ich diese Steuer habe, ne? Dave ist gesund. Ja, jetzt kann ich ihm noch XP gönnen. Komm. Ah, wenigstens einer. Hier, jetzt die Mikro für Mirko. Ja. Er hat's auch gekauft. Das ist ein wunderschönes Mikrofon. Das passt zu dir. Ich habe immer wieder das Verlangen, bei manchen dieser Posen einen Screenshot zu machen und sie ihm zu schicken. Lohnt sich nicht. So, und weiter geht's. Auf ruhmreicher Abenteuer. In dieser Pyramide. Ach nee, warte, ist ja eine Höhle. Ich muss dringend Karotten kaufen. Ja, das ist richtig, Shining. Das musst du. Du musst dringend Karotten kaufen. Darf ich dich etwas über Magier fragen? Schieß los! Könnt ihr wirklich auf Besen halten? Nein, Quark. Aber kehren können wir damit sehr gut. Solche Gespräche meine ich. Sowas finde ich gut. Oh Mann. Welcher Sadist hat sich diesen Weg ausgedacht? Neue Technik. Voll ins Auge. Oh, endlich sehen wir das mal. Okay, die Technik ist super. Aber ich glaube, der Doppelhieb ist trotzdem besser auf eine Person. Zumindest hatte ich das so im Gefühl. So, die Nase ist auch weg. Ich weiß, wie useful ich bin mit den HP-Bananen. Aber ich mache das ja nur, um sie zu steigern. Neue Technik! Hitzegeschosse. Ach, das ist die Technik, die ich damals nicht sehen konnte. Oh, und zwei Leute helfen ihm auch noch. Okay. Okay, das macht irre viel Schaden. Die letzten zwei waren von den Helfern, ne? Also drei Geschosse feuert er normalerweise damit ab. Okay, diese Hitzegeschosse, die darfst du ruhig öfter machen. Eine giftige Probe für unseren Wissenschaftler. Wen willst du vergiften, Paddel, hm? Ist richtig cool, nur ich hätte gerne eine andere Rüstung mal bei ihm. Die macht mir Angst. Einmal. Und nie wieder. Ich hab Plan. Oh, hier war eine Kiste mit sehr viel Essen. Gut, dass ich hier noch ein paar Mal durchgelaufen bin, ne? Und genau erst beim letzten Durchgang. Ich hoffe zumindest letzter. Ich war zu vorlaut. Genau dann ist da Essen bei. Komm, ach, Paul. Wertvolles Teammitglied. Verdient. Wie immer, wie keiner was gekauft haben. Aber alle wollen sie zocken. Ich suche eine Kluft. Hm, Dave wird zum Punk. Im Blau. Ach, ist nur das Halstuch, was blau wurde. Okay. Ist ja langweilig. So, wir haben wieder richtig viel Futter bekommen. Einmal Kaktussaft für dich. Dann nochmal für dich. Du hättest es bitte mögen müssen. Du Schnicken. Sunny mag keine Schnickchen.
Und die wärmende Suppe? Mag die jemand? Das mag dieser jemand. Und eine Drachenfrucht. Die hebe ich mal auf. Die gibt HP und MP. Die gebe ich noch, Yannick. So, der Tee ist wieder mal für mich. Und der Glyphentoast. Ja, den gebe ich auch mal mir. Ich weiß, ich hätte auch Exo geben können. Erster Beistand. Warnen 2. Vorsicht! Ach, stimmt, wir haben ja das bessere Warnen und bei Zanni klappt es trotzdem nicht. Oh, das war ja putzig. Nein, ich will nicht! Mann, Pall! Ja, und schon wieder hasse ich Pall. Ich hatte sogar eine Folge schon, die hieß Disneys Alle hassen Pall. Meine Beine, meine armen Beine, die fallen gleich ab. Oh, noch eine Kiste mit einer Falle drin. Um nochmal zu kämpfen, ja. Hey, ich schnaub euch weg. Ich hab keinen Bock auf euch. Schnaubi, schnaub. Ich liebe dieses Pferd. Ich sag's ihm zu selten. So, das hat jetzt, glaube ich, 20, 25 Minuten gedauert, aber ich habe es endlich durchgeschafft. Echte Freunde. Wahre Freunde. Ich möchte mich mit Sunny wieder vertragen. Den hast du gerade erst sauer gemacht. Du kommst übrigens aus Prinzip nicht auch in mein Zimmer. Oh, das war gemein. Ich verzeihe das doch nicht direkt. Der hat dich als Schutzschild missbraucht. Nee, wie gesagt, Paul kommt aus Prinzip nicht in mein Zimmer. Oh, hier gibt's Geld zu gewinnen. Nee, HP-Bananen. Ich hab schon zu viele. Ach ja, die Drachenfrucht, die wollte ich noch Yannick geben. Ja. Warum hat ja Pall eigentlich Magie? Hat der irgendeinen Magieangriff? Zählen die Hitzegeschosse als Magieangriff oder was darf ich jetzt hier richtig verstehen? Ich hab's geschafft nach 10 Jahren. Wehe, du hast genauso viele Abzweigungen. Ja, das denke ich mir dann auch. Ich glaube, ich hau ab. Einmal schon mal eine Abzweigung. Es darf nur keine Dreifachabzweigung kommen. Sonst muss ich einmal mehr. Wenn ich nur einmal hinten nochmal durch muss, dann ist vollkommen in Ordnung. Ein Gummi-Alien. Das hat das UFO, glaube ich, einmal gegeben, oder? Nee, das waren diese anderen Aliens. Oh nee, ich meine doch das UFO. So, ein Gummi-Alien gibt MP. Pall ist schon satt. Yannick! Kannst du mal was gut mögen? Immer diese Feinschmecker. So, und jetzt muss ich nochmal da unten durch. Aber erstmal würde ich gerne gucken, ob da jetzt das gesuchte Objekt ist. Ist ja das Objekt der Begierde. Da war auch eine AP-Banane. Okay, jetzt hier noch einmal unten durch und dann haben wir da auch den Weg. Ah, Stella Vista. Oh, Kiste. Mit 3 AB-Bananen. Ich habe ja noch nicht genug, ne? Komm, weit runter. Weit! Los! Runter mit euch vom Pferd! Danke. Oh, neue Technik. Bezirzen. Was machst du? Er hat mich gedopt. Und dafür wird Honey als mit einem Geschoss missbraucht. Bin ich vollkommen für. Danke, Honey. Ich wollte einen MP-Bonbon futtern. Also danke für den Buff, aber bei mir ist er absolut useless. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
Ah, okay, bei ihm ist nicht schlimm. Der darf ruhig krank sein. Ach, will der sich bei mir entschuldigen? Wurde aber auch Zeit. Ich habe ihn aus Prinzip nicht in mein Zimmer getan. Er hat mich einfach als Geschoss missbraucht. Das belohne ich nicht. So, ein Weg noch, dann habe ich wenigstens die Wüste schon mal abgeschlossen. Dann geht's in die nächste Himalaya. Los geht's, ich brauche eine Pause. Und Sven ist gesund. Und weiter geht's. Bisher kam noch nichts Günstiges im Roulette-Chance, dass es sich gelohnt hätte, alle Tickets rauszuballern. Ich bin froh, dass ich hier nur einmal durch musste. Komm, hier jetzt aber! Ja, beim dritten Versuch. Ich habe die Quest von Velma abgeschlossen. Es ist ja dunkler, der Fürst befindet sich im Himmelsturm, richtig? Und dieses einzige Juwel, mit dem man den Toreingang öffnet. Schauen wir doch mal, ob wir die anderen nicht auch noch finden. Warum bin ich jetzt auf einmal ein Huhn? Warum dacke ich so rum? Dann können wir den Himmelsturm erklimmen. Ich hüpf rum wie ein aufgeschrecktes Huhn. Und dann erteilen wir dem dunkleren Fürsten eine Lektion. Wenn wir ihn besiegen, wird ihr sicherlich auch der große Weise befreit. Haltet durch, Kai. Wir sind auf dem Weg. So, was wollt ihr da oben? Oh, die singen mal wieder. Naja, Yannick singt Pai was vor. Waren zwei gelernt. Schön, dass sie es auch in mich haben. Unschlagbare Freunde. Ich und das Pferd. Wir sind die allerbesten Freunde. Sogar noch besser als mit Sunny. Wenn er das hört, dann weint der. Ich muss ihn anrufen. Ich will seine Tränen sehen. Warum gehe ich nach was zum Geier? Da wollte ich doch gar nicht hin. Sunny und ich sind wirklich so gut befreundet, dass wir halt so denken, ja, ich will deine Tränen sehen. Das ist mein Lebenselixier, so denken wir gegenseitig. So, ich muss zwei Leute austauschen, ne? Die Minion-Katze, ja, das gefällt mir, eine Minion-Katze. Minion-Katze gefällt mir sogar sehr gut. Sei so, mach einen Moment Zeit. Ich mein, kleiner Schnupf. Eines Tages ist er mit einem Juwel heimgekommen, aber das war irgendwie gruselig. Ich habe ihn angebrüllt, er soll das sofort wegwerfen. Und zwar weit weg. Aber ich habe ihn wohl erschreckt, deshalb ist er von einem ausgerissen. Jetzt mache ich mir Sorgen. Kannst du mir nicht dabei helfen, meinen kleinen Schnupf zu suchen? Das Bild ist wunderschön. Eventuell tausche ich den Minion nochmal aus, weil das sieht trotzdem irgendwie schrecklich aus. Ich glaube, ich wechsle ihn sofort aus. Davon schicke ich ihn ins Green. Opa Paddle! Guck mal, da sagt man, ich sei ideenlos. Das ist sogar viel besser als so eine Minion-Katze. Opa Paddle, willkommen hier. Das ist der alternative Paddle. Mir gefällt die Idee einfach. Oh, da ist ein Goldploing. Und jetzt kommt man auch in das Gebiet da mal. Aber erstmal Geld. Ich sehe nur den Opa Paddle. Oh, drei davon. 150 Gold, ja. Warum habe ich Schaden? Doch nicht. Was steckst du dich? Die machen eh nur einen Schaden. Einfach Schnaubi Schnaub. Ich schicke ihn gleich einen Screenshot. Direkt nach dem Stream. Dann kriegt er sofort dieses Bild und dann. Bei YouTube blende ich dann sogar die Antwort ein.
What? Die Hintergrundmusik, die gefällt mir richtig. Oh, hier sind auch neue Gegner. Hammergeist und Toast. Also das Toast kennen wir, das brate ich eben. So. Was machen die Geister? Sunny ins Gesicht schlagen. Sunny ordentlich ins Gesicht schlagen und ihn zu Weinen bringen. Krieg ich wieder ein Uni an den Klopp, die dafür einmal. Warte mal, ich muss ihn schnell halten. Na, ich war zu langsam. Ich wollte ihn ganz schnell streuen, aber der gerade die Technik nicht einsetzt. Die ist irre schwach. Los, Yannick. Doppel I plus 3. Oh Gott, das macht Schaden. Nee, was passiert? Feuerfrei mit Hitze geschossen. Ach, die können auch verteilt fliegen. Okay, wusste ich nicht. Opa Padda hat geregelt mit der vollen Punktzahl. Alle sind so nett hier. Ich liebe es, ne? Aber wir wollen bald da sind. Bitte sag irgendwas, das dein Drücken betrifft. lecker Pfirsich-Chili. Aber ich gönne mir erstmal eine AP-Banane. Die ist leckerer als Pfirsich-Chili. Schnell heilen, schnell heilen. Muss es aufhalten. Er darf sich nicht heilen. Nicht auf diese Art. Yannick wird immer wieder gebiekst. Sunny pügelt den Spieß aber auch immer in Yannick nur rein, ne? Nie bei irgendeinem anderen. Ich glaube, er hat irgendwas gegen Yannick. Boah, ich liebe die Hintergrundmusik. Ja, du bist Opa Paddel. Das bist du. Das bist du wirklich. Ob Opa Paddel irgendwelche Geheimnisse hat? Ich muss noch überlegen, was ich beim letzten mache. Eventuell so ein Alternativ-Exo. Lalala, dupdi-dupdi-du. Von wem ist das denn? Von mir natürlich. Ganz schön cool, hm? Das kommt mir aber bekannt vor. Hä, kann gar nicht sein. Das habe ich gerade frei improvisiert. Oh, ich hab's. Klingt wie, wenn man auf einen Maulwurf tritt. Warum sind wir noch gleich befreundet? Okay, Yannick hasst es, wenn wir singen. Vor allem dieses knallpinke Outfit noch dazu, ne? Danke für die 3 Ausflugstickets, die ich eh nicht brauche. 1500, der B-Streuer auf 500, MP macht 220 und die Ruhezone macht jetzt sogar noch mal ein bisschen mehr. Okay, die Ruhezone benutze ich eigentlich so gut wie nie. Wir sind jetzt wahre Freunde, ich und Sunny. Und wir wollen schlafen. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich mache das so, dass ich heute 2 Nebenquesten mache und beim nächsten Mal 2 Nebenquesten. Weil das dauert echt lange. Okay. Ich will einen Heldenzauberstab, der sieht richtig geil aus. Und endlich will ich wieder Ausrüstung. Heldenzauberstab wurde auch gekauft. Ja, ich habe den Geilo-Stab. Warum macht er nur 6 Angriff mehr? Also Magie ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Aber manchmal bin ich ja gezwungen, Nahkampf zu machen. So. Er möchte den Heldenkittel. Ist gekauft. Werde zum Held, mein Forscher. Imponiere dein alter Ego. Ach, ich muss den Bart nochmal ein bisschen umändern. Fällt mir gerade auf. Bei Opa Paddel. Oder sagen wir einfach, im Alter ist der Bart ein bisschen zurückgegangen. Die Heldenkluft wäre der Traum von Dave. Und er hat seinen Traum verwirklicht. Er ist jetzt ein blauer Held. Helden Dave im Einsatz. Passt aber irgendwie nicht, weil er eigentlich ein Dieb ist. Und er will die Heldenuniform. Die Helden-Sachen, die sehen so final aus. Okay, die Dinger, die löse ich offscreen ein. Nee, Tata, Entschuldigung. Probier ruhig mal. Frische Kräuter sorgen für einmaligen Geschmack. Bringt Angriff und Tempo. Ist doch eigentlich was für Pall, oder? Ja, ja, er mag es. Es ist wunderbar. Genau das braucht er.
Wer von euch braucht HP? Unser Forscher. Wenn nötig, schiebe ich euch rein, bis es hinten wieder rauskommt. Und ja, ich weiß, wie das klang. Das ist mein 12. Zauberstab gewesen. Okay, 20 Zauberstäbe gibt es insgesamt. Ich werde eine schlechte Zeit da oben haben. Aber erstmal muss ich hier noch den Unterweg ablaufen. Ja, Seniors Recht, es fehlt nur die Freundschaft. Das sehen wir ja immer an Palbanta, der dich als Schutzschild missbraucht. Oder Palbanta, der mich als Munition missbraucht. Oder Palbanta, der auf einmal so ein Kreuzfeuer auf mich macht. Ja, ich weiß, dass ich Palbanta gerade als sehr viel Beispielmethoden benutzt habe. Fällt übrigens jetzt erst auf, wie crazy der Hintergrund in diesem Gebiet ist. Ich warte immer noch auf den Moment, wo da so zwei Sherpas sind und ich frage, wer von denen ist Sherpa? Dann will ich weinen. Hey du, da hör mir mal kurz zu. Wir können immer weiter spielen. Ich bin's, als ich war Quizweg. Findest du raus, wo der Schatz versteckt ist? Okay, das kann man ja easy machen. In welcher Kiste steckt der Schatz? Du hast nur eine Chance, für den Preis. Okay, links. Ja. Ja, wie leicht ist denn das? Bewegt sich ja nicht mal schnell. Easy. Danke, dass du nicht vorhast, was zu verraten. Bin ich immer dem zugeneigt. Drei Spielscheine, ich habe ja nicht genug. So, will ich unten oder will ich oben lang? Erstmal gucken, wo komme ich hier oben überhaupt raus. Ich glaube, das ist eine Anlehnung an das Schloss vom Dunklen Fürsten. Dann komme ich beim unteren Portal bestimmt auch dort raus, aber dann nur unten. Warum habe ich mir auch vorgenommen, jede Ebene abzulaufen? Du bist wirklich lässig, Shining. Seht nur her, Leute. Aber ich weiß, was neulich war. Was war denn neulich? Hast du gehört, dass du deinen Teddy verloren hast? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Dass er auch noch dasselbe sagt wie ich. Och, war eigentlich nur ein Witz. Seht nur her, Leute. Ich muss ganz schnell ablenken. Das darf keiner erfahren. Moment, ist da etwas in meiner Tasche? Es war eine AP-Banane drin. Von wem? Von Dave. Sag mal, Dave, hör auf, uns die ganze Zeit AP-Bananen zuzustecken. Brauchen wir noch? Ich wollte gerade sagen, danke, dass hier keine Abzweigungen sind. Okay, Yannick will eine Heldenrüstung und er will einen Heldenpiekser. Ich kann mir beides nicht leisten. Vielleicht noch einen Besuch in der Spielhalle? Da gibt's ein Heldenschwert. Ich habe 18 Tickets, ich balle 3 raus. Und kriegt euch das Heldenschwert. Ja, nee, kriegst eine Waffe. Jetzt muss ich nur noch ein paar Mal gewinnen, dann hast du auch noch die Rüstung. Oder wir kriegen einen Höllenhotdog. Sieht lecker aus. Toll, jetzt habe ich Bock auf Hotdog. Ja, ein Ausflugsticket. Wow, genau das, was ich wollte. Ich habe gesagt, ich packe Baller 3 raus. Ja, ich kann mir nichts leisten. So, Höllenhotdog. Angriff und Magie hebt das. Sunny? Ja, er findet's lecker. Und du, Yannick? Auch lecker. Ich bin der Einzige, der keinen Höllenhotdog mag. Sag ich doch. Also zumindest aus meiner Hauptgruppe. Schätze? Fragezeichen? Warum ist da ein Fragezeichen hinter? Achso, weil man raten muss, wo das Teil ist. Ich wäre doch eh beide Wege gegangen. Ein Heldenkostüm, das passt ja überhaupt nicht zum Teufel. Und ein Heldenpanzer. Na komm, du benutzt es so oft als Geschoss. Du sollst auch was einstecken. Das ist ein wunderschöner Heldenpanzer. Ein sehr schöner Panzer.
Sag mal, wollt ihr mich eigentlich beide verkohlen? Der Heldenstab, der sieht auch ganz gut aus. Also halt, um die Freundschaften zu boosten. Vor allen Dingen bei denen, wo es eh hinterherhängt. So, hatte ich recht mit meiner Theorie? Ja, ich hatte recht. Und so kommt man noch an die Kiste ran. So, ich gehe jetzt aber trotzdem oben lang, einfach damit die Wege abgeschlossen sind. Ich kann ja von dort aus auch den unteren Weg hier noch begehen. Das verbindet sich ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Schloss nochmal wiedersehe. Oh, das Licht ist aus, Pal. Ja, das Licht ist gemacht. Wo sind alle hin? Links oder rechts? Chat, ihr entscheidet diesmal. Ich lasse euch mal entscheiden. Links oder rechts? Ah, okay. Chat ist für rechts. Super, gegen Yannick gelaufen. Ich und Sunny gucken nur verwirrt und Yannick hat auch mal Kopfschmerzen. Kannst du nicht aufpassen? Sorry. Yannick direkt sauer. Weißt du, was ich an Kriegern am tollsten finde? Was denn? Den Umhang. Boah, der ist auch richtig schick, ne? Kann ich verstehen, mein Umhang ist klasse. Taugt er auch als Wingsuit für Base Jumping? Nochmal auf Deutsch, bitte. Ja, rechts war die richtige Antwort, Chat. Ich liebe es, wenn die sich gegenseitig kloppen. Da habe ich auch noch so einen richtig geilen Clip, wo die sich wirklich gekeilt haben, wenn wir in den Gegner und sich gegenseitig so aufs Maul gegeben haben. Endlich haben sich die AP-Bananen mal verbessert. Jetzt machen die 80 AP, sie sind nützlich, ich muss sie nicht mehr futtern. Ja, ich weiß, je mehr ich futter, 40 weitere AP-Bananen und sie machen noch mal mehr Leben. Nein, danke. Hier ist langweilig, der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Um Gottes Willen. Ich habe Angst. Ich sehe aus wie so ein Anime-Prinz. Ja, ich glaube, die da oben haben sich gerade vertragen. Ja, haben sie. Klare Freunde. Geht's euch gut, ihr beiden? Krankenbesuch 2 gelernt. Erhöhte Chance. Und der Faktor beschleunigte Heilung in hohe Zone. Genau deswegen mag ich dieses Spiel. Schnell zur Kiste, bevor einer wieder krank wird. Es darf auch ruhig Geld dabei sein. Aber dann bitte mehr als 6000. Ein Spielschein. Das hat sich so gelohnt. Und Yannick fällt in ein Loch. Bau mein Damage-Dealer! Ja, wir gehen schon mal vor, Yannick. Warum ist mein Damage-Dealer ins Loch gefallen? Wir sehen uns im Gasthaus. Und genau jetzt finden die... Mein Damage-Dealer fehlt im wichtigsten Moment meines Lebens. Ach, der Verwandte. Sunny, dein Einsatz war Gold wert. Ich kann ihn eigentlich tot lassen, ne? Jetzt reiche ich auch noch Sunny. Okay, ich habe sie in den Alleingang tot geprügelt. Ich hatte nicht mal die Gelegenheit, meine Leute wiederzubeleben. Sie sind einfach gestorben, ich wurde wütend und habe sie gerecht sofort. Also das war auch wieder so ein richtig toller Moment. Ich wollte die eigentlich Ultra buffen, zumindest Palwanta, in der Hoffnung, dass er die dann one-hitted, aber ich habe sie gewonnen, indem ich ausgerastet bin. Ich bin einfach einmal komplett eskaliert und habe jeden verprügelt. Und das als Magier. Wie viel Angriff habe ich denn eigentlich bitte, dass ich so viel als Magier mache? So. Zweiter Versuch für den Heldenpiekser. Ah nee, war die Heldenrüstung, oder? Egal. Heldenpiekser wurde gekauft. Sunny macht jetzt den heldenhaften Schaden als Dämon. So, kommen wir jetzt endlich ans Ende dieses Levels.
Dann würde ich nämlich eventuell zumindest gegen Streamende nochmal die Tickets reinschmeißen. Da kam ein paar Panzer zurück. Oh, was seid ihr denn? Fluchpanzer. Von euch gab's mal einen Boss, jetzt seid ihr Mini-Gegner. Okay, ich esse eine AP-Banane, weil ich euch im Kampf sehen will. Zeig, was ihr könnt. Nein, bitte nicht one-hitten. Ich will sehen, was die können. Die können Sunny ins Gesicht fliegen. Okay. Haben die auch noch irgendeine Technik, die sie hier drauf haben? Nein. Sie können nur jemanden ins Gesicht fliegen. Janik, Level up, ja. Bitte jetzt direkt Gasthaus, sonst habe ich ein Problem. Dupdi-dupdi-du. Ah, Janik singt mal zur Abwechslung. Was für alles in der Welt singst du denn da? Habe ich selbst komponiert. Eine Mischung aus Jazz, Avantgarde, Funk. Was ist Avantgarde, Funk? Google. Okay. Es kombiniert Funk mit irgendeinem Rhythmus aus Rock. Okay. Ich habe das halt eben schnell einmal kurz gegoogelt. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe mir die Melodie doch gerade erst ausgedacht. Ah, jetzt fällt es mir ein. So klingt es, wenn man zu kalt duscht. In Zukunft singe ich nur noch, wenn du im Gasthaus bleibst. Ja, ja, nee, geht jetzt mal Flames und die anderen, wenn sie singen, jetzt wirst du mal geflamed. So, ich will die Heldenrobe. Und Pal will den Heldenpanzer. Der kauft eh seinen Panzer nicht, also gönn ich mir meine Robe. Passend zum Stab. So, natürlich in Blau. Sieht irgendwie eher so aus wie dieses Narrenkostüm. Was, wie sieht das nochmal aus? Ne, hier. Heldenpfanne. Die sieht ja auch mal richtig geil aus. Warum sieht das Heldenzeug so extrem cool aus? Gerade das winkt bei mir den Wunsch, das haben zu wollen. Oh, ist hier schon das Ende? Boah, ich hab's geschafft, ich hab mich durchgekämpft. Alter, manche diese Mitopia-Musik, beispielsweise von der letzten Welt, das Auto, das habe ich mir so oft angehört, weil die einfach so gut klingt. Schnuff, wo bist du hier? Komm doch bitte wieder nach Hause. Ich schätze es doch nicht hier. Huch. Ja, ich krieg einen Oberpaddel, Boss. Ja. Er ist einfach die Schnodderblase von dem Hund. Krieg mich nicht ein. Ihr beide seid jetzt unter. Ja, allein die Gemälde, Bosse, die fand ich so awesome. Mega Feuer. Verbrühe mir jetzt hier gerade wirklich so einen armen kleinen und oh, und der zeigt uns nur sein Bäuchlein. Oh. Okay, er greift doch an. Ich hätte mich sonst schlecht gefühlt. Der freche Piekser auf den Hund. Los, Palbanta, hau ihn weg! Ja! Dann zeige ich noch mein Megafeuer. Opa, Pade, wuff! Ja, ein Zangenangriff, doppelter sogar. Alter, so viel Schaden. Und auch noch diese Geflüster. Oh ja, jetzt verlangt es sich auch noch die Deckung. Alter, wenn die beiden Gebufften jetzt einen Zangenangriff machen, das macht so Schaden. Alles in Ordnung, Janik? Scheiße! Alter. Der ist jetzt schon fast tot. Sunny, darf ich dir mal kurz zeigen, was ich von dir halte? Ich weiß, dass es Justus war. Janik macht doch so richtig gut Schaden.
Das ist deine Strafe dafür, dass er im letzten Part dreimal hintereinander in 10 Minuten krank geworden ist. Außerdem wird er eh geweckt. Ja, der Hund ist glücklich. Hier wollte ich jetzt einfach nur Zadi ärgern. Vielen Dank, Mount. Ach, ich muss ja alte Opa-Stimme machen. Oh, ein Wuffbrötchen. Ja, wir haben Opa Paddel gerettet. Also wirklich. Was für ein Schlamassel. Aber wenigstens ist mein Schatzi Schluff wieder da. Ey, der Hund ist echt putzig. Wo wir schon von Schatzis reden, darf ich dieses Juwel haben? Was, diesen komischen Glocker? Gewiss doch, bitte sehr. Und wir haben ein weiteres Augenjuwel. Jetzt fehlen nur noch 2 Juwelen. Komm, Schnuff, jetzt aber ab nach Hause. Quest von Opa Pader abgeschlossen. Der hat eh nichts gemacht. Damit hätten wir schon 2 Juwelen für den Himmelsturm. Dann fehlen nur noch 2. Wir haben also erst die Hälfte. Nein, das muss ich anders formulieren. Wir haben schon die Hälfte. Wir schaffen das. Ja, immer positiv bleiben, Shining. Und wer ist diesmal krank? Der gute alte Exo, unser Priester. Also ich hatte heute nicht wirklich was, wo ich gesagt hätte, hier haue ich jetzt alle Spielhallen-Tickets raus. Warm und weich, wie ein echter Wauwau. Riecht aber viel besser, das Wuffbrötchen, das gefällt mir. Das esse ich. Das esse ich weinend. Doch nicht. Ich freue mich, meine Hunde zu essen. Ich als bekannter Hundeschläger. Nein, Leute, ich schlag meine Hunde nicht, bevor ihr irgendwer was Falsches denkt. Ich habe noch nie ein Tier geschlagen, wirklich. Das Einzige, was ich bei meinem Hund immer mal mache, ist so ganz leicht auf den Bauch klopfen, wie bei einer Trommel, aber der mag das auch. Der macht dann ungefähr dasselbe wie der Hund gerade eben in dem Kampf. So, 2 Leute haben wir noch vor uns, die mache ich aber nicht mehr heute. Gebt ihr mir jetzt noch irgendwas oder seid ihr einfach nur glücklich, dass ich eure Quest gemacht habe? Okay, die sind einfach nur glücklich über ihre Quest. So heißt, mein kleiner Schnuff, er ist daheim. Es geht ihm gut. Ja, diese Ereignisse haben ihn mitgenommen. Ich gucke dann, dass ich auch noch eine Alternativversion hier für ihn hier mache und dann für ihn. Ich denke mal, 2 Leute müsste ich noch hinbekommen. Ich bin, du bist bestimmt auch Hundemeister. Ich versuche gerade den Witz zu verstehen. Naja, auf jeden Fall. Einmal hier bitte auf die Karte zurück. So, ich sitze jetzt nämlich schon seit 2 Stunden ungefähr. Ich hoffe, dass jeder Spaß heute wieder mal beim Zusehen hatte. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Spiel wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr von Twitch. YouTube-Kanal wird hier gerade verlinkt. Da könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen, weil da lade ich es im Nachhinein auch nochmal hoch. Der Bot macht wieder seinen Job super, obwohl ich den Befehl angegeben habe. Auf Twitch natürlich für die YouTube-Zuschauer ein Follow da lassen. Und ich gucke jetzt hier noch für die Twitch-Zuschauer, an wen ich weiterleite. Aber ansonsten sage ich jetzt hier ciao.